Hallo und herzlich willkommen bei unserem IQ-Square-Webinar. Meine erste Frage wäre, ob Sie uns alle gut hören. Vielleicht können Sie das kurz in den Chat schreiben. Das wäre nett, damit wir wissen, ob Sie uns hören und ob Sie unseren Monitor sehen. Der Herr Fischer, der Herr Liebner, der Herr Kaulich sind da. Hallo? Alles klar. Okay, Sie hören uns gut. Hallo, Herr Hupe. Super, vielen Dank. Okay. Ja, wir sind heute das erste Mal in Kaiserslautern in unserem neuen Webinarraum und ich bin hier mit Birgit Becker und Hadi Natek. Hallo Birgit, hallo Hadi. Hallo Eva, wir freuen uns heute wieder mit vielen Bekannten und vielleicht auch neuen Gesichtern und Personen zu dem spannenden Thema des Collaborative Editing, der gemeinsamen Bearbeitung von Dateien zusammenzukommen. Ja, wir wollen die neue Funktion der IQ-Square heute vorstellen. Ich gehe gerade schon mal auf die erste Folie. Sie können alle Fragen, die Sie eventuell zwischendrin haben, gerne in den Chat reinschreiben. Die beantworten wir dann einfach im Laufe des Webinars. Unsere erste Frage ist, wozu kann man kollaboratives Editieren überhaupt benutzen? Wir haben ein paar Beispiele hier schon hingeschrieben. Vielleicht fällt Ihnen auch noch was ein. Das wären zum Beispiel Produktbeschreibungen, Presseinformationen. Bestelllisten könnte man da gemeinsam aufschreiben oder vielleicht allgemein Brainstorming. Was wir vorhin noch besprochen hatten, war zum Beispiel, wenn man ein Meeting hat und man möchte Protokoll führen und das macht vielleicht nicht einer alleine, sondern es können sich einfach alle daran beteiligen. Fällt dir vielleicht noch was anderes, ein anderes Beispiel ein? Ich würde prinzipiell sagen, es ist für alles geeignet, wo ich gemeinsam an Informationen schreibe, an Texten schreibe, weil das ist dann eine Einschränkung, auf die wir auch gleich nochmal zurückkommen. Was können wir bearbeiten? Wir können Textdokumente bearbeiten mit dem Werkzeug, was wir jetzt in dem ersten Schritt mal entwickelt haben. Und an der Stelle, von daher, ich denke mal, alle Informationen, die in Textform niedergeschrieben sind Sachen, die darunter fallen, dass man dort die nutzen kann, auch für das Bearbeiten. Der Herr Hübner hat geschrieben, ich sitze nicht beim Kunden. Sie meinen wahrscheinlich, Sie können mit dem Kunden gemeinsam auch was, einen Text aufsetzen oder bearbeiten, ohne dass Sie tatsächlich dorthin fahren müssen. Ja, und hinzu kommt noch, ich brauche kein spezielles Werkzeug im Sinne von, ich brauche kein Excel Nein. oder Open Office auf meinem Laptop, sondern es ist tatsächlich jetzt eine Funktionalität, die IQ-Square selber mitbringt. Ja, ich würde, damit man das direkt zeigen kann, wie es funktioniert, wer gerade, dass man sieht, wer an was arbeitet und dass es auch in Echtzeit funktioniert, würde ich gleich mal auf den Desktop von der Birgit wechseln. Ja, also wir sind wie bei den letzten Seminaren auch hier auf einer von unseren Testinstallationen unterwegs und wir haben hier verschiedene Dokumente einfach mal für Sie hochgeladen, um so ein bisschen zu zeigen, was kann an der Stelle, welche Funktionalitäten bringt die neue IQ-Square mit. Und ich habe mal in meinem Beispielordner verschiedene Dokumente eingefügt und da sieht man jetzt eine erste Funktionalität. Wenn ich mit der Maus über eins von den Bildern gehe, sehe ich eine Vorschau dessen, was in meinem Dokument entsprechend enthalten ist. Und wenn ich auf das Dokument drauf klicke, kann ich an der Stelle einfach sagen, per Kontextmenü, ich möchte das Ganze öffnen. Und damit bin ich dann in einem Öffnen-Modus, also in einem Anzeigen-Modus meines Dokuments. Das hier ist jetzt ein Spreadsheet-Dokument. Ich habe gerade gar keine Idee, wie das auf Deutsch heißt. Tabelle. Eine Tabellenkalkulation, danke Eva. Die sieht so seltsam aus, weil ich die sehr schnell so angelegt habe, die ist nicht kaputt. Oder ich kann auf ein Vorlagendokument jetzt von uns, mit dem man auch dann einen Serienbrief gestalten kann oder ein Briefpapier gestalten kann, kann ich mir das anzeigen lassen oder ich kann auf irgendeine Präsentation raufgehen und kann mir die anzeigen lassen, was auch immer da drin ist. Und natürlich, jetzt kommt das Entscheidende, ich kann natürlich auch die ganzen Dokumente, beziehungsweise in dem Falle nicht die ganzen, sondern tatsächlich Open Office
Textdokumente kann ich bearbeiten. Das heißt, auch hier haben wir jetzt ein Beispiel schon vorbereitet, nämlich hier unten, wenn ich da mit Klick rechts drauf gehe, dann sieht man hier, dass es hier ein Bearbeiten gibt, mit dem ich jetzt wirklich dieses Dokument öffne. Das kommt normalerweise als Pop-up, da wir hier im Vollbildmodus für Sie aber unterwegs sind, damit Sie es besser sehen, ist es jetzt an der Stelle auch wirklich in einem Tab geöffnet und man sieht, dass hier einfach verschiedene Personen beteiligt sind am Bearbeiten, nämlich ich selber bin als Nicole Oster drin, dann habe ich den Kollegen Scott Hoffmann, das ist unser HDinatec, der entsprechend da am Arbeiten ist und die Eva als Sonja Fleming entsprechend in dem Dokument gemeinsam am Arbeiten. Und wir sehen jetzt schon eine erste Funktionalität, nämlich ich kann eine Farbe jedem Benutzer zuordnen, damit ich sehe, wer wo gerade am Arbeiten ist. Und wenn ich jetzt auf das Avatar, also das Bild von dem Kollegen draufklicke, dann sehe ich auch nochmal einfacher, wo ist denn der gerade am Arbeiten, weil mir dann das Avatar in meinem Dokument selber angezeigt wird. Wenn ich jetzt an einer anderen Stelle anfange, etwas zu schreiben und mir meinen Avatar anschalte, dann sieht man, dass ich jetzt hier dann entsprechend auch im Schreiben von dem Dokument bin und dann da entsprechend Text hinzufügen kann. Und wenn parallel die Kollegen einfach auch mal was hinzufügen, dann sieht man jetzt gleich, wie sich das, ohne dass ich etwas tue, bei mir auch aktualisiert. Nämlich die Sonja Fleming hat in Orange angefangen zu schreiben und in Gelb unten drunter schreibt der Hardy bei Birgit. Sprich, ich kann sehen, auch wenn die Kollegen jetzt in komplett anderen Räumen unterwegs sind, was sie gerade am Machen sind und am Bearbeiten sind. Ich kann so natürlich auch ein größeres Dokument bearbeiten. Wir haben es vor ein paar Tagen benutzt, um einen Text für unsere Webseite gemeinsam zu überarbeiten. Wir waren dabei im Prinzip an komplett unterschiedlichen Locations unterwegs und haben an einem gemeinsamen Dokument gearbeitet, haben dann immer sehen können, was hat denn der andere geschrieben, haben auch gegebenenfalls Kommentare eingefügt, wo wir uns noch nicht ganz sicher waren. Wenn ich will und sage, nee, passt soweit eigentlich, dann kann ich den Kommentar auch rauslöschen. Respektive, wenn ich jetzt das Dokument entsprechend speichern würde, dann wäre ein Kommentar, weil ein Kommentar etwas ist, was ein OpenOffice-Dokument auch so allgemein versteht, wäre jetzt entsprechend dieser Kommentar in meinem eigentlichen OpenOffice-Dokument drin. Das heißt, die Kommentare, die man jetzt auf der rechten Seite sieht, die bleiben erhalten, auch beim Speichern. Genau. Die farbigen Markierungen, die jetzt links vom Text erscheinen, wer was macht, die werden dann nach dem Speichern nicht mehr sichtbar. Das ist richtig, weil im Prinzip ist es so, dass wir etwas generieren, was dieses gemeinsame Bearbeiten und das wird hauptsächlich in der Datenbank geführt. Dazu wird gleich Hardy auch einfach nochmal uns ein paar mehr Informationen zu dem, was passiert denn da technisch, geben. Und ich möchte jetzt einfach mal nur so zeigen, was passiert im Endeffekt, wenn ich jetzt rausgehe. Also ich schließe jetzt einfach mal hier für mich. Und jetzt kann ich vielleicht in der Zwischenzeit telefonieren, irgendwas anderes machen und irgendwann habe ich wieder Zeit und gehe wieder drauf auf das Bearbeiten. Und an der Stelle komme ich einfach wieder an die gleiche Stelle zurück und sehe halt gegebenenfalls die Änderungen, die die Kollegen in der Zwischenzeit ausgeführt haben. Also für uns ändert sich in der Zeit durch dieses Schließen von dir ändert sich nichts. Wir würden einfach weiter daran arbeiten können, würden aber sehen, dass dein Avatar sich eben da verabschiedet und dann irgendwann später wieder dazukommt. Genau, so sieht es aus. Ja. Ich würde dann mal an den Hardy weitergeben. An der Stelle einfach vielleicht auch kurz die Frage an unsere Zuhörer. Hardy würde jetzt natürlich die Details in Englisch weitergeben. Wenn jemand dabei ist, für den wir danach noch Sachen, Details davon übersetzen müssen, geben Sie es uns bitte einfach die Information gerade im Chat bekannt, damit wir sehen, ob wir Sachen übersetzen müssen oder ob Sie an der Stelle einfach genügend verstehen von dem, how does
that work with the collaborative editing from a developer perspective. Yeah, so hello everyone. Hi, Hadi. Hi, the technical part behind this collaborative editor is like, there are a couple of terms that I have to explain. One of them is just the file that you're opening up. There are a couple of more parts attached to this file. One part is a database which stores all the information that you're entering on the document, and then you just keep tracking all of them. And the other part is another temporary file which is called a Genesis file. This Genesis file, what it does is like it keeps tracking of the latest state of your document before you hit the save button. So it means that if you're starting editing a document in a session with your colleagues and then you just close that document, everything which you enter is on the database and on that Genesis state, which is a hidden file in the file manager in the save folder as you're editing the document. Mm-hmm. So probably really can show us that hidden file that you would understand it probably better. So this Genesis file has a hash name or maybe not, so just like later on we can just continue with that. So it has a hash name, so there's no actual name for it that you can see the relation between the Genesis file and the actual original document. So my recommendation is not a good idea to touch that file, because then you're gonna lose the latest state of your file. But if you accidentally, let's say, remove that Genesis file, what happens is like the editor creates another new Genesis file based on the latest original state of your document, and then continue working with that. So just keep in your mind, so just do not delete that Genesis file, or which is like a dot something, which is a long hash name. Probably if you go to the hidden file, you will recognize it very easily. So, das heißt, es erstellt eine temporäre Datei. Im Prinzip kann man sagen, es ist eine temporäre Datei, die diesen Veränderungsstatus einfach mit sich führt. Ein Teil der Information ist in der Datenbank und ein Teil der Information ist tatsächlich im Dateimanager selber abgespeichert. Und aus diesen beiden Informationen wird dann beim Speichern quasi das wirkliche OpenOffice-Dokument generiert. I would like to add another comment on this part. There is a difference between when you hit the save on this editor, there's a big difference than saving the state and saving to the original file. These are the different states that you need to consider always when you hit the save. Means when you exit from the editor, it will ask you if you're the last one of the session, means like there are two more editing with you, and then you want to just exit from that editor, right? So you exit, the other colleague also exit, there would be no question to ask, but then later on the last person who is on the session will be asked about the what to do with this state. Ich denke, wir können es ja mal relativ einfach zeigen. Wenn Eva und Hadi das Dokument jetzt mal für sich schließen, dann sehen wir ja die Meldung, die an der Stelle auch einfach kommt, wenn ich als der Letzte, der das Dokument noch bearbeitet, dann entsprechend drin bin und auch schließe. Ich bin nicht der Letzte gewesen. Jemand ist noch drin. Okay, jetzt kommt dann die Frage im Prinzip, die Hadi eben schon angesprochen hat. Wenn ich der Letzte bin, der das Dokument, was gerade in dem Status ist, verlässt, dann kommt im Prinzip die Abfrage, was möchte ich machen? Möchte ich es speichern und dann schließen? Damit speichere ich meine Änderungen in dem OpenOffice-Dokument. Und wenn ich es dann herunterlade, sehe ich die Änderungen, die in dieses Dokument eingeflossen sind. Wenn ich sage, ich möchte meine bisher nicht gespeicherten Änderungen behalten und es
Dokument schreiben verlassen, dann wird es weiterhin quasi in der Datenbank gespeichert und wenn ich das nächste Mal aufmache, sehe ich immer noch die Änderungen von den Kollegen. Wenn ich sage, ich möchte alle Änderungen, die waren, quasi zurücksetzen, dann würde jetzt das Originaldokument entsprechend gespeichert werden. Ja, und Cancel würde natürlich das Schließen von dem Dokument jetzt an der Stelle beenden. Das heißt, ich habe hier einfach verschiedene Möglichkeiten angenommen. Ich sage jetzt hier, ich möchte die Änderungen speichern, aber nicht das Dokument. Dann klicke ich hier drauf. Dann ist es da und wenn ich das nächste Mal wieder drauf gehe, dann habe ich entsprechend wieder genau denselben Informationsstand, wie er davor war mit den verschiedenen Stadien, die durchgeführt wurden. Und wenn ich dann wieder auf Schließen gehe, kommt die Frage quasi wieder gleich. Und in dem Moment, wo ich jetzt sage, Save and Close, also speichern und tatsächlich schließen, an der Stelle habe ich jetzt ein OpenOffice-Dokument, was tatsächlich generiert wurde. Und wenn ich jetzt das nächste Mal hier wieder reingehe, dann sehe ich jetzt die ganzen Änderungen, dass die übertragen wurde in das Dokument und ich jetzt mehr oder weniger mit einem Neubearbeiten von Dokument an der Stelle starte. Das heißt, man muss einfach überlegen, möchte ich die Änderungshistorie behalten, dann speichere ich mein Dokument vielleicht auch einfach unter einem anderen Namen ab oder das wäre dann hier das Speichern unter oder ich sage, ich möchte es speichern, weil das ist jetzt das Dokument, was dann auch andere bekommen sollen, wenn sie es herunterladen, dann sage ich Speichern und habe dann genau diesen Stand im Dateimanager als Datei auch wirklich ab. Gibt es dazu vielleicht irgendwelche Fragen von Ihrer Seite? Ich meine, grundsätzlich kann man an der Stelle vielleicht einfach sagen, wir können Texte editieren. Man sieht, man kann hier einfache Grafiken einfügen. Es ist eine relativ eingeschränkte Funktionalität, die dieser Editor bietet. Aber er hat halt wirklich den Vorteil, dass ich gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Von daher ist unsere Einladung einfach an Sie als Beta-Tester. Probieren Sie es aus. Schauen Sie, was funktioniert für Sie, wo sind denn vielleicht auch einfach Stolperstellen, wo Sie sagen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir haben auch viel intern diskutiert, macht es Sinn, das Ganze Speichern zu nennen oder Speichern unter oder wie sollten die Bezeichnungen an der Stelle sein, damit es für Ihre Benutzer an der Stelle auch so sprechend ist, dass man wirklich versteht, was passiert bei der ganzen Geschichte. Von daher sind wir an der Stelle einfach so weit, dass wir sagen, es macht Sinn, jetzt hier in ein Testing zu starten, aber es ist auch so, dass wir gerne hier Ihr Feedback hätten zu dem, was macht Sinn, wo fehlt vielleicht was. Wir können jetzt an der Funktionalität vom Editor können wir an der Stelle nicht groß etwas verändern. Da ist es eher so, dass es einfach weitere Schritte geplant sind, wo auch später wir noch mal mehr dazu sagen können, was sind denn weitere Schritte auf dem Weg vom Bearbeiten von Dokumenten. Aber im Prinzip ist einfach so unsere Einladung an der Stelle einfach, probieren Sie es aus, schauen Sie, wie es für Sie funktioniert und geben Sie uns auch einfach Rückmeldungen, wo Sie sagen, da sind vielleicht noch Schwachstellen, das sind Stolpersteine, wo wir denken, dass unsere Benutzer einfach auch reinlaufen könnten und vielleicht können wir an der Stelle halt auch gemeinsam wirklich dann Funktionalitäten schaffen, wo wir sagen, da haben wir einen echten Mehrwert für die E-Groupware mit dem Bearbeiten. Birgit, möchtest du jetzt lieber erst den Anwendertest, den Ablauf davon schon besprechen oder erst noch kurz darauf eingehen, wie wir das mit dem größeren Tool dann geplant haben? Ich bin da ganz frei. Also im Endeffekt ist einfach die Geschichte, wir können ja was sagen zu dem, was haben wir geplant. Im Prinzip ist es so, wir haben halt einfach ein bisschen herumgeforscht, was für Sachen, was für Tools gibt es denn alle, die so ein gemeinsames Bearbeiten ermöglichen und sind dabei auf ein weiteres Tool gestoßen, was wir nächstes Jahr dann integrieren wollen. Kann Hadi vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen. Das wird aber dann einfach, weil es wirklich eine größere Geschichte ist, was sein, was erstmal rein EPL, also rein für unsere Professional-Version zur Verfügung steht und im ersten Schritt auch rein im Hosting, einfach weil es eine größere Surfer-Installation an der Stelle auch bedarf. Hadi, maybe you can tell a bit more about what we plan for next year
to follow up for that collaborative editing. Right, right. And as everyone sees now, this editor is kind of pretty simple editor, what we have right now. So the only document that you can do the collaboration is just audit file from the OpenOffice. And the editor itself has also a limited feature at the top part if you look at it. And so what we are planning for the next release or next version of this collaboration is another type of editor which will support Microsoft documents as well as the OpenOffice documents. And also it has more features on the editor itself, which you can edit different kind of documents, like even if you want to edit a XML or Excel sheet also, like if you want to edit a presentation file as well, or a full feature document, like any other documents on the Microsoft Office softwares that you want to edit on the desktop. So that would be our next plan to do that. And as Brigitte already mentioned, I think is it's going to be like the first version of EPL in our in our cloud service. And so we haven't decided for if you want to have it as open source kit or not, but this, yeah. Yeah, so one general thing I make sense to switch back to German. Ja, was ich generell noch sagen wollte an der Stelle, ich habe ja eben auch in meinen Beispieldokumenten in der Vorlage dieses Vorlagedokument enthält hier auch einen Kopftext. Und wenn ich das Dokument bearbeite, dann sieht man an der Stelle, dass dieser Editor die den Kopftext und den Fußtext nicht mit in die Bearbeitung einnimmt. Sprich, an der Stelle ist es so, sie machen es aber nicht kaputt. Also es ist einfach so, dass dieser Teil des Editors wirklich nur den Textbody, also den Hauptteil des Textes betrifft und alles andere ist aber gesichert und hinterher, wenn Sie Ihr Dokument jetzt speichern, wird alles, was im Kopftext war oder auch wenn kleinere Tabellen in Ihrem Dokument eingebettet sind, die der Editor nicht bearbeiten kann, diese Teile bleiben erhalten. Das heißt, es ist so, selbst wenn Sie nicht alles bearbeiten können, können Sie mal schnell irgendeinen Schreibfehler korrigieren oder können irgendwas machen, speichern das Dokument wieder ab und wenn Sie es herunterladen, haben Sie immer noch Ihren Kopftext vorhanden und haben alles vorhanden, was in dem Dokument vorher drin war. Also ich denke, das ist noch so eine ganz wichtige Information, die man an der Stelle auch einfach mit dazugeben sollte, damit man weiß, wie ist das ganze System aufgebaut. Kommt jetzt sonst noch was dazu von den Funktionalitäten oder sollen wir direkt über den Anwendertest dann sprechen, wie der abläuft? Manche von Ihnen waren da ja auch schon mal dabei, wissen vielleicht schon ungefähr, wie es funktioniert. Ja, also ich denke mal, wenn konkrete Fragen zum Editor sind, können wir da ja auch noch drauf eingehen. Werden wir ja sehen, ob im Chat noch was dazu auftaucht. Ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, wir sprechen dann einfach mal über das, was ist im Rahmen von dem Beta-Test geplant, wie ist der Ablauf geplant, damit wir an der Stelle auch einfach die Rückmeldungen von den Kollegen und unseren Anwendern bekommen können. Eine Sache noch, ich habe gesehen, jetzt sind auch nochmal zwei Teilnehmer später dazu gekommen. Wir zeichnen das Webinar wieder auf und verschicken später einen Link dazu. Also Sie können sich auch später in Ruhe nochmal anschauen zu Hause. Ja. Also im Prinzip, wir haben vorher auch im Vorfeld diskutiert, was macht mehr Sinn. Macht es mehr Sinn, eine Instanz für all unsere Beta-Tester zusammen zu haben, auf der dann gemeinsam gearbeitet werden kann. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir eher so wie auch beim letzten Beta-Test den Weg gehen wollen, dass wir für Sie entsprechend Instanzen erstellen, sodass Sie dort mit Kollegen aus Ihrem Unternehmen, aus Ihrem Umfeld testen können, weil das Ihnen die Möglichkeit gibt, eben auch Dokumente dort hochzuladen, die vielleicht einfach ein Stück weit vertraulich sind, wo man wirklich ein echtes Dokument kann. Und deswegen werden wir das Ganze so gestalten, dass wir für Sie
Instanzen uns im Hosting anlegen. Die werden, das ist jetzt halt auch wieder ein bisschen technisch trankbasierend, also auf der Entwicklerversion basieren. Und wer jetzt schon eine Instanz hat, der Herr Kaulich zum Beispiel, das heißt, im Prinzip kann man dort direkt loslegen, wenn irgendwas nicht funktioniert, uns einfach Bescheid geben. Ansonsten werden wir alle, die sich im Vorfeld bei uns schon angemeldet hatten, dass sie als der teilnehmen wollen, für die werden wir eine Testinstanz anlegen. Wer jetzt heute in dem Webinar mit dabei ist und sich noch nicht angemeldet hatte dafür, geben Sie uns einfach eine kleine Information per E-Mail, dass Sie auch als Beta-Tester teilnehmen wollen, dann legen wir natürlich auch für Sie entsprechend die Instanz an und lassen Ihnen die Informationen, wie Sie auf die Instanz kommen, die Zugangsdaten entsprechend zukommen. Auch hier würden wir das Ganze wieder so machen, dass wir die Rückmeldungen über Fehler, über Hinweise, die Sie haben, dann einfach bei uns im Support-Center bündeln und dort die Informationen zusammensammeln zu diesem gemeinsamen Bearbeiten von Dateien, dann entsprechend schauen, dass wir alle Fehler, die jetzt vielleicht im System noch drin sind, entsprechend ausbessern und wenn es soweit ist, dann entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie weit wir mit der Phase des Testens kommen, tatsächlich auch nochmal ein Release machen, sodass die Informationen dann wieder in die tatsächliche stabile Version von der E-Groupware einfließen können. Gut, ja, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen dazu? Zum Anwendertest oder zu der Funktion allgemein? Eine Frage hier wäre, ich muss nicht selbst E-Groupware aufsetzen, um am Beta-Test teilzunehmen. Nein, natürlich nicht. Also im Prinzip, was wir machen wollen für Sie, ist einfach, wir stellen Ihnen im Hosting eine Instanz zur Verfügung. Wenn Sie schon vorher bei uns im Hosting waren, kann man auch gerne eine Kopie Ihrer Echtdaten in die in diese Kopie, in dieses Beta-Testing-Instanz einfügen. Genauso natürlich, wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine Eigeninstallation und ich möchte das Ganze im Hosting mit meinen Echtdaten dann testen, dann werden wir auch natürlich gerne Ihr Backup von Ihrer Echtinstanz da in diese Testinstanz einfügen für jemanden, der eine Eigeninstallation hat. Aber im Prinzip, das Ganze wird stattfinden bei uns Testing auf unserem Cloud-Service, damit Sie nicht extra irgendwas bei sich installieren müssen. Die Dokumente, die Sie hochladen, ja, die liegen natürlich in der Cloud, aber sie liegen in Ihrer Instanz und wir melden uns, das ist ja grundsätzlich einfach so das, was ja auch jeder von uns schon kennt, wir melden uns nicht einfach an Ihren Instanzen an, wir generieren da keine User für oder irgendwas, sondern immer nur auf Anfrage, sprich, wenn jemand dabei ist, der sagt, ich habe da ein Problem, melden Sie sich mal an, gucken Sie mal rein, dann machen wir das gerne, aber ansonsten sind Ihre Daten natürlich komplett in der Hand von dem Kunden und genauso halten wir es natürlich auch mit Beta-Instanzen. Also wenn wir eine Testinstanz anlegen, sind die Daten, die da drin sind, natürlich gehören rein dem Kunden und haben nichts mit uns zu tun. Damit wäre die Frage in etwa so beantwortet. Er hat jetzt geschrieben, jemand im Hosting bitte neu. Das heißt, Sie würden dann eine E-Mail am besten an info@igroup.org schreiben, oder? Genau, einfach die E-Mail an info@igroup.org. Wenn Sie uns schon geschrieben hatten, dann haben wir ja Ihre Daten schon bekommen vorher. Wenn Sie sich nach dem ersten Aufruf zu dem Collaborative Editing gemeldet haben, dann haben wir Ihre Daten schon, dann würde es anlegen und Ihnen, wie gesagt, die Zugangsdaten zukommen lassen. Ja, lässt sich aus dem Namen gerade nicht genau ableiten, wenn den Kontext steht, okay. Ja, also ich meine, grundsätzlich kann man einfach nochmal sagen, falls wir jemanden vergessen sollten, der heute dabei ist und er keine Informationen bekommt, wie er auf seine Testinstanz zugreifen soll, ich sage jetzt mal, ab Montag noch keine Informationen hat, schreiben Sie uns nochmal eine kleine E-Mail, sprich, damit wir einfach wissen an der Stelle, okay, wir haben leider einen übersehen, der daran teilnehmen möchte und dann generieren wir die ganzen Sachen so. Eine Frage sehe ich noch auf unserer Liste, ist die zusätzliche Funktion pflichtig? Das war, glaube ich, jetzt schon klar, die ist nicht kostenpflichtig. Dann, wie viele Teilnehmer können mitmachen? Da gibt es, glaube ich, ein bisschen, es gibt keine feste Beschränkung, je mehr es aber werden, umso langsamer wird, so habe ich es verstanden. Ja, also grundsätzlich ist es so, in dem Beta-Testing können jetzt
den Einzelnen haben. Das, was Eva anspricht, ist ein Stück weit, es ist ein gemeinsames Bearbeiten von Dateien und dieser gemeinsame Stand, der in der Datenbank erfasst wird, ist so, wenn Sie mit 30 Leuten auf dasselbe Dokument zugreifen, wird es langsamer sein, als wenn Sie mit 5 Leuten auf ein gemeinsames Dokument zugreifen, bis Sie die Änderungen sehen, die jeder Einzelne an dem ganzen Dokument macht. Das heißt, grundsätzlich ist einfach ein bisschen die Information an der Stelle zu sagen, okay, es macht einen Unterschied, ob ich mit 5 Leuten an einem Dokument arbeite oder ob ich mit 10 Leuten an einem Dokument arbeite oder mit 50. Das Ganze geht natürlich schon ein bisschen in die Performance, wie schnell ich wirklich Änderungen sehe und bei mir ankommen. Aber an unserer Beta-Testing-Phase ist jeder herzlich willkommen, der teilnehmen möchte. Genau, ja. So, wenn es jetzt von Ihrer Seite keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, wir sind schon so weit eigentlich durch. Oder, Birgit, was? Ja, also ich denke mal, es ist ja auch wirklich ein erster Start. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen von Ihnen im Support Center. Wir werden natürlich auch einfach nochmal dann in den nächsten Wochen, je nachdem, wie viele Rückmeldungen wir haben, entsprechend die Verbesserungen einfügen, wann immer wir wieder bei einem Stand angekommen sind, wo wir sagen, da macht es Sinn, einfach diese Informationen auch mit Ihnen zu teilen, natürlich darüber wieder entsprechend an Sie informieren, vielleicht auch gegebenenfalls nochmal ein weiteres Webinar starten. Das werden wir einfach sehen, abhängig von dem, wie dort der Stand der Dinge ist. Wir haben eine Frage von Herrn Kaulich. Ja. Gibt es einen Release-Termin? Es gibt noch überhaupt keinen Release-Termin, einfach weil wir jetzt komplett offen sind, in dem erstmal abzuwarten, wie ist das Feedback, wie viele Rückmeldungen kommt. Von daher müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie viele Fehler werden noch gefunden. Aber von daher ist momentan einfach noch überhaupt kein Release-Datum zu sehen. Sobald wir da was Näheres haben, werden wir natürlich darüber auch informieren. There's one more technical question, so I can forward it to Hardy. Is it based on Etherpad? No. Simple answer. That's all. So it's not based on the Etherpad editor. It's another open source editor which we use is called WebODF. WebODF. Yeah. Okay. War das eine Antwort auf Ihre Frage? Ah, ich glaube, das konnte uns nicht hören, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern nur zuschauen. Ah, okay, alles klar. Ja. Okay. Thanks. Ja. Sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, danken, dass Sie heute teilgenommen haben und wer auch immer das Ganze im Nachhinein anschaut, wir stellen es wieder online. Also das Webinar wird ganz offen verfügbar sein und dann freuen wir uns auf alle Rückmeldungen, die dann kommen. Genau, ich bedanke mich bei Hardy und auch bei Birgit. Vielen Dank, dass ihr... Vielen Dank und danke für Ihre Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.